Hallo meine Lieben, ich hoffe, dass ihr schöne Ostern gehabt habt. Und ja, heute ist die Zeit dafür, also ich habe heute wirklich Lust, ein Smoky Eis zu machen. Weil ich heute schon angefangen habe mit meinem Eyeliner und es geht mir so schlecht dabei, dadurch, dass ich nicht mehr sehe. Und ich habe auch eine komische Allergie. Das sind schon wieder ein paar Pollen unterwegs und das macht mir ein bisschen zu schaffen. Wie ihr seht, meine Augen sind rot. Trotz allem, wir werden heute lernen, wie man einfache Smoky Eis machen können, die nicht so kompliziert sind und leicht geht. So, es geht's los. Ich habe vom Chanel sehr schöne Farben, einmal mit Glitter in schwarz und einmal schwarz. Ich finde, die Chanel schwarz ist wirklich wunderschön. Es hat so einen rauchigen Touch. So, und ich fange einmal an mit Auftragen vom Schwarz. Dafür habe ich so eine Pinsel. Ich liebe die Zoeva Pinseln. Die sind echt gut. Und jeder Make-up-Artist verwendet das. Fast jeder. So. Und ich trage das erste Mal um die Wimpernkranz herum. Einfach so eine Linie. Es ist so leicht zum Nachmachen. Wir mal ein bisschen Licht machen heute. Und Smoky Eye finde ich sehr schön bei meiner Frau. Das gleiche mache ich hier. Schwarzen. Mit Schwarz arbeiten. Herum. Ich finde es so schön, vor allem beim blauen Augen passt das so. Also, ich habe gerne die Smoky Eyes ein bisschen mit diesem Cat Look, also die Augen ein bisschen herausziehen. Das ist mein Favorit. Normalerweise soll man das nicht unbedingt tun, weil dann sind sie nicht mehr Smoky Eyes, aber ich liebe das. Ich liebe, meine Augen ein bisschen zu verlängern. Da sieht man schon was, gell? So, das geht's weiter. Ich werde diese glanzvolle Lidschatten nehmen von Chanel. Bitte nicht komplizieren. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr zu kompliziert arbeitet, es ist immer so eine Sache. Einfach nach Gefühl arbeiten. Es ist wichtig, dass man ein bisschen eigene Augenform kennt. Ihr seht, ich fahre ein bisschen nach oben mit meiner schwarzen Farbe. So eine leichte, rauchige Effekt zu schaffen. Ein bisschen ausblenden möchte ich auch. Ganz wichtig, es geht beim Smoky Eyes die Augen zu konturieren. So, und dafür brauche ich, ich habe ein Produkt, das ich sehr liebe. Das ist von Christian Dior, Kohl. Normalerweise, wenn ich unterwegs bin, nehme ich einfach den mit und habe ganz schnell meine Smoky Eyes gemacht. Ich trage das mehr den Wimpernkranz nochmal. Und ich konturiere meine Augen. Sieht, das ist ein schöner Effekt. Ich liebe es.
einfach schlampig arbeiten. Das, ja, man kann dann ein bisschen ausblenden und dann schaut es trotzdem toll aus. Ich trage das immer drüber. So schau ich aus. So wie geschlagen. So, und dann blende ich das Ganze aus. Ich finde das, es schaut so elegant aus. Bitte, eine wichtige Sache. Entweder betonst du deine Augen oder deine Lippen. Wenn ich jetzt einen roten Lippenstift drauf tun würde, schaue ich aus, so wie, ja, sage nicht wie. So ein bisschen anders, ne? Schaut extrem aus, aber so soll es sein, weil wir smoken unsere Augen heute. Umso schwarzer sie sind, umso besser, sage ich immer. So. Für Ihnen verwende ich, ich habe etwas ganz Tolles entdeckt mittlerweile, beim Marionneau. Die Kajale vom Happy Linie, also ich liebe es, der ist weich, angenehm, heute den ganzen Tag, es schaut wahnsinnig schwarz aus. Ja. Und was ich noch einen Trick habe, ich tue ein bisschen den Lid oben heben und dann trage ich in innere Lid auch. Weil man soll nichts mehr sehen von deiner eigenen Farbe, also so Hautfarbe. Das ist ganz wichtig. So. Bitte sehr. Das schaut gut aus. Das schaut echt super aus. Ich glaube, mein Mann kriegt einen Schlag, wenn er mich sieht. Wenn er heimkommt mit solchen schwarzen Augen, wird er sagen, ob ich noch ganz bin. Aber ist das nicht schön? Ich finde, dass dieser rauchige Effekt so mega. Okay. Ich bin fertig mit meinen Smoky Eyes. Das schaut nicht schlecht aus. Sieht einmal diese schwarze, wunderbare Farbe. Das ist mega. Und das passt mir echt super. Noch einmal. Den Produkt habe ich verwenden vom Chanel. Den da von Dior. Und selbstverständlich von Marionneau Happy. Ich bin sehr zufrieden damit. Also viel Spaß beim Nachmachen. Wir haben mal die kurze, leichteste Variante gemacht heute. Kein Stress, ihr könnt mit verschiedenen anderen Farben arbeiten. Und später gibt es auch ein tolles Fotoshooting von diesen wunderschönen blauen Augen. Okay. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Bussi von eurer Claudia.